Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas neueren Kategorie von Minecraft. Sie heißt Hunger Games und heute werde ich mal mit euch eine Runde spielen. Der Countdown ist noch nicht gestartet, sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um so ein bisschen zu sprechen. Dort hinten könnt ihr meine Gegner sehen. Das sind die verschiedensten Let's Player, zum Beispiel die gerade unterwegs sind auf YouTube. Ich kenne einige davon. Fabi Let's Play zum Beispiel oder Pancave oder Manuel Let's Play. Ich kann die mal verlinken unter dem Video, dann wisst ihr wenigstens Bescheid, wer das ist. In 7 Sekunden geht's los. Dann müssen wir echt aufpassen. Wir schnappen uns am besten sofort die imbersten Sachen oder ich versuche zu fliehen. Mal gucken. Ich habe schon grandiose Ideen. Komm. Komm ich hoch. Wir sind immer noch nicht runter. Was soll denn das? Ach. Super. Was war da denn los? Was war da denn los? Man weiß es nicht. Okay. Es wäre jetzt lustig, wenn wir jetzt hier hochgedingst wären. Hochgeschoben. Ja, er läuft hier schon wieder los. Achso, dürfen wir jetzt loslaufen? Okay, alles klar. Machen wir denn? Ich hätte gerne das und das und das. Na toll, das ist ja nur Kacke. So, ich gehe jetzt weg. Tschüss. Ich hoffe mal, es läuft mir keiner hinterher. Ich renne gleich mal geschwind. Ich habe was zu essen mit. Ich gehe in das Haus. Hier folgt keiner. Sehr schön. Was sind das alles für Steine? Es ist doch schön hier. Hunger Games mäßig zumindest. Alter, was ist denn hier für ein Lochparadies? Lass mich durch. Ich bin Arzt. So, es sieht mich keiner, es sieht mich keiner. Ich will mich nur ganz kurz hinstellen und ein bisschen, ja, mich ausrüsten. Ah, er läuft mir hinterher. Aber ich habe ein Schwert in der Hand. Komm her, du Schwein. Nein, lieber nicht. Was ist das denn für Sachen? Ich werde dich töten. Okay, ich lass dich in Ruhe. Ich werde mir erstmal hoch das schöne Ding hier anziehen. Dann werde ich erkannt. Dummerweise habe ich diesen Trick leider nicht drauf, wenn man schneller läuft und so. Ah, diese Map ist ja echt nice. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Noch nirgends ein Schaf. Also wir haben gerade... Huch, wir hatten gerade mal schon eine kurze Runde. Und die ist wirklich sehr kurz gewesen, da ein... was war das? Ein Lava-Eimer in den Kisten war. Ganz am Anfang kriegt man ja einige... cool. Einige Items zur Verfügung gestellt. Und da hat jemand ein Feuer, Quatsch, ein Lava-Eimer ein bisschen rumgekippt und dann sind direkt so 4, 5 auf einmal direkt gestorben. War ein bisschen schade, aber im Grunde irgendwie auch lustig. Aber jetzt sind wir in der zweiten Runde schon und gucken mal, was uns so erwartet. Ich will, glaube ich, noch nicht... Was habe ich denn hier überhaupt? Was ist das? Ah, das ist was zu essen, ne? Schnitzel! Ey, Erfahrung. Was ist das denn hier? Kann man sich irgendwie... Ne, das bringt's auch nicht. Wo sind die anderen denn alle hin? Wo seid ihr denn? Bronny, der eiskalte Killer, wird's euch finden. Zum Beispiel ihn. Er hat mich noch nicht gesehen, er hat mich noch nicht gesehen. Aber er rennt wie ein Verrückter. Aber ich werde ihn richten. Komm, 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 komm. Oh, sorry. Der ist mir eindeutig ins Schwert gelaufen. Was denn? Jetzt sagt er mir gleich, dass ich den nicht sofort töten sollte. Habe ich ja nicht. Ich habe dir genug Zeit gelassen. Aber mir muss man immer eiskalt sein und auf alles gefasst sein. So, ich guck mal hier kurz rum. Ja, ist alles in Ordnung. Ich schwimme mir mal hoch. Und werde mir dann von oben mal ein bisschen was ansehen. Ich krieg keine Luft mehr. Oh, ich muss schwimmen. Ist das anstrengend. Ich müsste eigentlich zu Olympia, wenn ich so eine tolle Leistung hier schon erbringe.
Lass mich mal hier oben hoch. Wo haben wir denn hier Gegner? Hallo. Als wenn es nachher gegen Swan gegen One geht. Ach, guck mal einer an. Hoch. Hier muss ich. Ich habe einen Bogen. Das ist ja cool. Ich zieh mir hier doch nochmal ein bisschen was an. So. Ein Schwert. Nee, das so. Das. Ach, ich habe noch was. Was ist das denn? Ach, ein Holzschwert. Ich habe also gar nichts zu essen. Äußerst uncool. Aber ich habe einen Bogen. Sind die Gegner denn alle? Gab es nämlich auch was zu essen? Kann man hier irgendwas ankokeln? So. Dann hätte ich so ein bisschen was zu essen. Nee, runter will ich noch nicht. Runter will ich noch nicht. Nein! In. Oh! Jetzt hätte ich mich fast umgebracht. Gut. Lass mich in Ruhe. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich glaube, einen kann man wohl essen, ohne letztlich gleich den Magen zu verderben. Na doch, hat wohl nicht geklappt. Ja, eine Halle war richtig, der andere nicht. Bin hier voll gefangen. Kommen ja auch Zombies und so? Ist das so? Wie soll man hier je wieder rauskommen? Hallo? Halte die Augen wachsam auf, mein kleiner Junge. Denn überall lauert die Gefahr. In jeder Ecke. Ach, sieh mal an. Hat ja doch geklappt. Ich sehe auch gerade gar nichts. Ich kann mir lieber nochmal schön die Gegend so ein bisschen angucken. Ich glaube, Hunger Games muss man auch wirklich mal mit so richtig vielen Leuten zocken. So 30 Stück oder so. Dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Pilze. Ach so, man kann ja gar nichts kaputt machen. Zieh eine an. Ich sollte euch mir mal den Bogen nehmen. Wo ist er denn? Da. Hier shootermäßig um die Ecken laufen. Oh, sorry. Gegner, wo seid ihr? Ich bin eiskalt und gemein. Gefährlich. Vor allem gemein. Oh, die beiden Hühner, die sahen so aus, als würde gerade jemand mit so offenen Armen ankommen und auf mich zurennen. Hallo, wo seid ihr denn? Ich laufe einfach mal zum Ziel wieder. Zum Anfangspunkt. Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Okay, das ist der Pavillon. Der ist schön. Unterm Pavillon kann man eigentlich nichts falsch machen. Wie viele sind eigentlich schon gestorben? Ich glaube nur erst einer, ne? Ja, diesmal sind sie alle aus allen Richtungen, also in alle Richtungen geflohen. Nicht so wie beim ersten Mal, wo sich direkt alle unter die Lavadusche begeben haben. Yeah. Da ist Feuer. Vielleicht kann ich da mein Fleisch mal reinschmeißen. Mal gucken. Wäre ja mal eine Idee. Aber ich glaube, da kann man da gar nicht so weit, so schnell hin, ne? Nee. Da ist die Hunger Games Map auch, glaube ich, irgendwo mal begrenzt. Ich habe die mal gesehen. Da war hier um die Hunger Games Map so ein riesen... Wie soll ich das sagen? Riesen Glaskuppel. Naja. Alter, ist das spannend. So viel Gefeite und so. Wenigstens habe ich einen Score gekriegt. Ein Hit konnte ich landen. Ein Punkt konnte ich bekommen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo die anderen sind. Ich hätte zwar diesen Fabi-Let's Play mit einer Hand sicherlich, ja, hinstrecken können. Doch er ist mir dann zu schnell weggelaufen. Komm, ich gehe hier mal drauf. Ich bin der Tarzan, der Minecraft-Spieler. Wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr irgendwo lauert. Ihr lauert und wartet auf eure Chance. Aber diese Chance werdet ihr nicht bekommen. Nichts bei mir. Denn ich bin der, der durch die Nacht flattert. Ich bin. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer der Spruch damals war. Ich bin Duck, wen Duck. Wisst ihr Bescheid? So.
Hallo. Was sind eigentlich diese Krüge da? Soll das einfach nur so, weiß ich nicht, was sein? Aber weit und breit ist gar nicht zu sehen. Kisten am Spawn wurden wieder aufgefüllt. Viel Glück. Okay. Jetzt müsste ich nur wissen, wo das Spawn ist. Wo ist der Spawn? Wo ist dieser Spawn? Wo ist dieser Spawn, von dem alle immer reden? Danke, lieber Herr Rundruf. Ja, das finde ich auch nett vom lieben Herr Rundruf. Herrn Rundruf, so ist es ja nicht richtig. Natürlich, werden wir mal gucken. Ach, sieh mal einer an, da steht ja was. Palast de... Ach so. Der Palast der Gerechtigkeit oder des... Ja, doch, der Gerechtigkeit. Ich weiß gar nicht, wie das Französisch ausgesprochen wird. Ich meine, es wäre Französisch gewesen. Palais de Justice. Oder so. Aber ich bin leider nicht erpicht, diese Sprache zu lernen. Nein, nein, nicht nochmal. Das war nämlich ein kleines Fiasko. Doch, es ist gut. Dennoch gut, hat gut geendet. Aber davon wollen wir eigentlich gar nicht so drüber reden. Wir gehen jetzt durch diese eisernen Mauern. Schleichen wir umher und gucken mal, was hier so alles so wartet. Ah, dieses Haus erinnert mich an gar nichts. Also, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und, ah, scheiße, irgendwann werden wir verhungern, ne? Vielleicht heißt diese Map deshalb Hunger Games. Aber ich glaube, man kann da sowieso nicht sterben. Ach, sieh mal einer an, da ist eine Kiste. Aber wie kommt man dann denn da dran? Hüpfen? Ich will die haben. Oh. Oh, ich habe mich fast selbst getroffen. Es gibt ja Tricks. Es gibt ja Tricks. Nein, nimm erstmal eine andere. Ja, es gibt Tricks, aber die kenne ich leider nicht. Kannst du mir mal die Kiste da runterreichen? Hallo. Na, ich guck mal kurz umher. Dass da auch keiner guckt. Vielleicht kann man ja Kisten zerstören. Ich weiß das gar nicht, ob man dafür die Rechte hat. Da geht das kaputt. Ah, sieh mal einen Mann. Ich habe es kaputt gemacht, aber es ist nichts gedroppt. Natürlich. Darf man natürlich auch nicht. Okay. Dann müssen wir wohl weiter. Ich habe eine Kiste gefunden, aber leider nicht gefunden. Konnte leider nicht öffnen, das meinte ich. Okay. Ich habe also gelernt, dass man hier rumlaufen muss, um Kisten zu kriegen. Ich habe in der Bootfahrschule gelernt, dass... Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Ich kann das einfach nicht. Ist das da? Ist das richtig? Ich weiß es nicht mehr. Kommt schon, Leute. Ich bin da und warte auf euch. Aber ich kann auch gerne alleine diese tolle Kisten-Dingens mal dingsen. Untersuchen. In einer ist sicherlich was drin. Na, die geht natürlich gar nicht auf. Stimmt, ja. Schade. Ja, komm, lass mich hoch. Yeah, und eine Kiste für nichts. Oh, hier sind... Sieh mal an. Hallo? Folgt mir da jemand? Ah, sehr schön. Ach, das freut mich. Ja, gebratenes Steak. Das brauche ich. Das war mir wichtig. Das habe ich wirklich bitter nötig gehabt. So, da unten ist auch nochmal Feuer. Vielleicht kann ich da ein bisschen was reinschmeißen. Ich bin mir nicht sicher. So, was können wir uns denn hier noch einpacken? Ah, die ist noch heile. Da haben wir auch alles. Ja, komm. Ja, komm, dann essen wir mal. Wie essen wir das denn nochmal? So, ne? Dankeschön. Ist hier noch was? Oder soll ich mir hier einen gemütlichen machen? Okay. Die Sonne geht auf. Wie schön. Was ist da hinten denn los? Das sind Spinnennetze. Ach so, das soll Rauch darstellen. Ah, clever, clever. Ich glaube aber immer noch fest daran, dass hier irgendwo was drin sein könnte. Oder dass hinter mir der Tod lauert.
beides scheint nicht der Fall zu sein. Darum gehen wir gleich mal wieder nach draußen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir diese Hangar-Maps und diese Hangar-Games noch spielen. Ich hatte wirklich gar nicht mal so... Das ist gar nicht mal so in Erinnerung oder gar nicht so auf den Schirm zumindest, dass das natürlich auch länger dauern kann. Natürlich kann es länger gehen. Man muss ja nicht sofort immer voll aggressiv aufeinander rumhacken. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Höre ich hier irgendwelche Schritte? Oder besuche ich einfach das Rathaus da hinten? Vielleicht habe ich dann da mehr Rat. Es gibt mir hoffentlich Rat. Hier sollen auf jeden Fall Kisten versteckt sein, wurde mir gesagt. Oi. Das Rathaus steht mir mit Rat und Tat zur Verfügung, hoffe ich. Lol, den habe ich überhaupt gar nicht ausgedehnt, diesen Witz. Kommen wir hier gar nicht weiter? Doch, wenn man ein ganz guter Junge ist, dann schafft man diesen Sprung. Halt. Na gut. Ich habe ihn geschafft. Aber ich habe leider nicht die Erlaubnis, dort weiterhin zu gehen. Hätte ich einfach den Einstein noch weiter weggemacht, dann hätte man das nicht geschafft. Gut, dann bin ich auf jeden Fall am Ende der Map. Dann laufe ich einfach mal geradeaus weiter durch und dann müsste ich ja rein theoretisch zur Mitte kommen. Also die Map ist auf jeden Fall für... Ich weiß nicht, wie viele Leute waren wir denn jetzt gerade? Nicht so viele, bisschen zu klein. Naja, was soll's? Verrecke ich hier eben. Mir ist gerade so warm. Das ist ja furchtbar. Wo könnte man denn noch was verstecken? Wo würde sich eine Kiste, wenn ich eine Kiste wäre, wo würde ich mich denn verstecken? Vielleicht hier? Nein. Ich hoffe mal, dass die anderen bis jetzt verhungert sind. Aber ich glaube, dass sie genauso viel Glück und Erfolg hatten wie ich. Zumindest jetzt mit dem, naja, Glück, dass man da vielleicht mal Kissen findet. Wo seid ihr? Ihr könnt euch nicht ewig verstecken. Jedoch kann ich es. Also eigentlich muss man... lass mich bitte durch. Neocraft joined the server or the game. Hallo Neocraft. Bist du schon wieder da? Es tut mir leid, dass ich dich umbringen musste, aber du standst gerade so gut vor mir. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Ein sehr alter ist das hoch. Sehr schön. Die Architektur gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, ich muss wirklich sagen, es ist wieder ein wenig zu groß. Ich habe jetzt wirklich seit 10 Minuten, glaube ich, keinen Gegner mehr gesehen. Nicht mehr ansatzweise, noch nicht mehr so, keine Ahnung, Namen im Hintergrund. Komm. Das tut mir leid, Neocraft. Was passiert, wenn man sich einloggt? Das ist mir gerade auch passiert. War schmerzhaft die Erfahrung, aber sie trägt zur Charakterbildung bei. Nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück, oder? Oder kann man hier hoch? Ich bin aus der Map rausgefallen. Mhm. Wo seid ihr denn? Ich hätte diesen Fabian umbringen sollen. Ganz am Anfang schon, aber ich dachte, hier findet man sich vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr oder öfters. Oder läuft man sich öfters oder schneller mal über den Weg. Ich bin so ein Lieber, ich erschaffe neues Leben. Was ist denn hier los? Hier sind Diamanten. Ah, hier ist ein Spawner. Ey, lol. Manuel, let's play ist das, glaube ich. Ist er jetzt auch tot? Schön. Hat er sich dann doch irgendwo runtergestürzt?
Naja, Pech, ne? Hm. Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, den dann kill. Hä? Ach so, das geht auf. Ich bin immer noch wachsam, aber gespannt. Vor allem gespannt, wo die Gegner alle sind. Ha! Wie sieht hier alles gleich aus? So habe ich den Eindruck. Ne, ich will nicht rennen. Was ist denn hier eigentlich passiert? Es kommt mir so vor, als wäre hier jemand total abgedreht. Ja, da geht's runter. So, hier kann man... Ah, hier war wohl jemand und ist, wollte hier wieder raus. Hallo? Man kann ja auf jeden Fall nichts kaputt machen. Komisch. Warte ich mit den Händen. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich kenne das Spiel jetzt nicht so dermaßen gut. Hilfe! Ich bin hier fest. Dings. Ich sitze in einem Loch fest. So kann ich auf jeden Fall nicht entdeckt werden. Aber dennoch bietet das einige Probleme. Okay, das geht alles nicht. Dann könnte ich versuchen, hier irgendwie weiterzukommen. Okay. Vielleicht komme ich ja da irgendwie weiter. Ich müsste da drauf hüpfen, dann da weiter und dann mal gucken. Aber da würde ich mir ganz dringend sicherlich irgendwas tun. Ich gehe hier drauf und springe ich diese Kante an. Oder ich springe einfach schief drüber. Mal gucken. Bin ich hier wirklich gefangen? Muss ich jetzt in diesem Loch verrecken? Hilfe! Hilfe! Daher die Löcher hier in dem Boden. Kann mir mal jemand die Hand reichen? Bitte reiche mir eine Hand. Dann reiche ich dir vielleicht eine. Na, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Tja, wenigstens bin ich jetzt draußen und kann mal von oben ein bisschen gucken. 10, was hat mit 10 noch zu bedeuten? Wer ist denn alles noch drin? Ich und Fabi und ich. 2. Bin in ein Loch gefallen. Ich bin in ein Loch gefallen und kam nicht mehr raus. Na gut. Na Hühnchen. Komm, wir hallo. Wir wollten uns hier eigentlich einen kleinen Fight leisten. Kommst du her? Na gut. Lauf, lauf, lauf. Seid ihr noch da? Hallo? Ja gut. Ist ja ganz lustig gewesen, aber ich denke mal, hier werde ich die Aufnahme beenden. Ich werde dann in der zweiten Aufnahme vielleicht oder dritten, wäre es ja eigentlich, dann aufklären, wie es ausgegangen ist. Ich sag dann erstmal hier Tschüss und wir sehen uns dann bei der nächsten Runde wieder. Bis dann. Tschüss.